Servus Leute! Hallo! Was haben wir hier? Eine Shotgun. Welche Shotgun ist das? Wer es nicht weiß, anderes Video abchecken. Rechtschaffenheit 11, neue Monarchie, Mega PG. Da steht ein Gegner. Der ist dann auch mal Geschichte. Jetzt habe ich leider keine Muni mehr. Aber ihr habt eine Bubble. Komm. Mal die Bubble raus. Weil mit dabei ist H8 EZM. Wie spricht man eigentlich Nick aus? Nicht? Ja. ECN, ECN, Betzen. Keine Ahnung, das ist einfach so ein Designername. Ah, Design, ich klingt nenne eigentlich jetzt klar. Design, okay. Hey. Hate Design nenne ich dich Ja. jetzt. Hate Design. Das ist ein super Name. Das. Warte mal, Mega PG-Granate, warte. Naja, gestackt habe ich ihn nicht, aber gut, das ist. Du bist jetzt das Raid, hier das Raid-Impulsgewehr auf Max. Können wir auch gleich testen. Macht, die zweite Magazinhälfte macht mehr Schaden, also sollte nicht ganz so oft nachladen. Nicht gar nicht, weil die lädt ja auch automatisch nach. Oh, 18 Schuss für die Shotgun. Warum? Warum? Lass die mir? Lass die Fäulnis mir? Warum? Nix machen? Jo, mach. Wir testen. Alter. Eben den Mino, hast du es gesehen? Ich sehe mich den Mino. Ich schieße irgendwie dauerhaft Ja. sofort tot. Keine halbe Sekunde hat der mit. Warum hast du ihn so schnell schon voll? Ja, Ganz sicher. Lichtpartikel. Lichtpartikel und halt, Gedöns hier, Telemetrie. Ich Tschüss. habe die letzten Amen. 100 Partikel für den Ruf genommen. Habe ich alles draufgehauen. Ha, lol. Ne, das mache ich nicht. Die Partikel sind halt ultra immer, gerade auch um exotische Waffen so zu leveln oder Rüstungsteile. Ich habe noch so 300, 400 oder so und die werde ich mir auch dafür aufheben. Kriegst du ja immer wieder bei den Beutezwingen welche und generell welche, also die sollte man schon dafür Soll hernehmen. ich auf meiner Waffe jetzt eigentlich das andere machen mit dem Minus, dass ich den Schaden mache? Mach halt, wie du willst. Ich habe übrigens langsames Nachladen drin und dafür erhöhte Reichweite und halt die Perks, wie ihr im Video gesehen habt. Ansonsten mehr kann man ja nicht einstellen. Nur das Standardvisier, das die höchste Reichweite hat. Also ist eigentlich der perfekte Strike immer so das. Hier sind die meisten Minos mit leeren Schildern. Oder? Sehe ich das Ja, falsch? Das ist eigentlich der perfekte ist sein. Spielen wir zu zweit? Ist glaube das ich. heroisch? Oder was geht hier ab? Nein, das ist, weiß ich nicht, Mongo Strike. Ist ja auch Keine wurscht, Ahnung. macht sowieso immer den gleichen Schaden. Übrigens Verteidiger wegen Shotgun, damit ich nicht neben die Minus stellen kann. Ey, zwei Schuss und jetzt, ich muss mal aufhören, die Taste so lang zu drücken. Macht irgendwie nicht ganz so viel Sinn. Schön die voll die Munition. Ach, ich hab die Unterdrückungsgranate drin oder was? Wie stackt der nicht? Neben das. Ja, mach mal. Sehr gut. I'm behind you. I'll cover you. Design. Ja, macht er nichts. Aber ich will das Shotgun, ich will eine schöne Shotgun. Ich bin ja nicht so der Fan davon, vom Shotgun in PvP geownt zu werden. Also PvP dann doch lieber mal ab und zu Sniper spielen. Was lustiger ist, da mal einen Headshot rauszumachen ohne Zoom und so. Aber im PvE, ganz ehrlich, finde ich Shotgun nicht spannender. Einfach Hier hinrennen ist noch und eine dann. volle Kugel. Was? Brauchst du nur einen Schuss für die? Für diese schwarze Kugel? Ja, also bei der gerade Weil bei schon, weiß nicht, ob der die schon nächsten angeschossen Pistole. war. Nee, war die ja nicht. Die war ja Okay. voll. Brauchst noch einen Schuss für die halt. Oh, Voll Spezialmunition! OP. Spezialmunition! Ja, gib mir Max. 27 Schuss habe ich gekriegt. Das Max ist 27. Du brauchst aber auch. Brauchst eigentlich 100. So schnell alle. Ich mach mal eine Bubble hier. Der schießt mich runter. Mann. Lol, der stirbt trotz, dass er komplett immun ist. Ey, wie gut ist denn die Shotgun? Das ist doch mit der Bubble, wenn du da schnell, wenn da schnell Leute reinkommen, alles One-Shot aus der Distanz. Also im PvP erst. Das ist übertrieben. Es ist einfach so gut. So gut ist das schon wieder. Was will denn er hier? Geh mal nach Hause. Ich hab eine Panzerungsbubble, dann brauchst du nicht reinzukommen. Haben wir eben bei Bergung Ja, was gesehen, ist das denn? wie sie reingekommen sind. Was denn? Ey, guck mal, ich habe ja bei meiner Imago irgendwas, ne? Er war vergrößert das Magazin genommen, ne? Dann hat die 11 Schuss. Wenn ich höhere Stabilität nehme, hat die ja nur 9 Schuss. Und wenn ich dieses mit den Minotauren nehme, hat die 10 Schuss. Was ist das denn? Ja, bei der höheren Stabilität geht ja die Magazingröße runter. Steht ja unten drin. Das gibt es ja nicht mehr, einfach Oh. nur höhere Stabilität. Das ist immer mit Nachteil versehen irgendwie. Das habe ich ja hier auch, glaube ich. Aber Ne, hier habe dann ich, ist ein ja, größeres Stabilität Magazin ja unten. voll verarscht. Ein Schuss mehr.
Das ist sowieso, nicht so gut. Ich würde lieber öfter nachladen und dafür mehr Stabilität. Ein Schuss mehr bringt ja nichts. Zumal die ja häufiger auch Perks, dass man die schneller nachlädst oder so. Dann würde ich lieber sowas machen. Ja, das. Ich war jetzt erstmal das mit dem Minus. Haben die jetzt drei Leute mit einem Schuss gekillt gerade? Meinst du diese Live-Eigenen? Wenn ja, das waren. Ja, die Reiche, du müsstest halt mal die Reichweite testen, wenn man niedrige Energie hat. Das müsste ich ja immer ausprobieren. Ich muss irgendwie selber mich ankillen und dann gucken, wie weit ich schieße in PvP. Das möchte ich halt echt mal sehen. Und wie viel das bringt, wie viel Prozent. Wenn das irgendwie 50% oder so ist, ist es ja halt mega hyper immer. Dann ist das ist die hyper, hyper mega neue Fallwind da, ganz ehrlich. Ich wäre halt schon da traurig. Das ist eh krass, wie weit die schießt und wann schon ist gegen diese PvE-Dinge. Was ist das für ein Level? 36, ne, 40? Okay. 40. Ah, ich bin tot. Lauf. Ah, der überlebt ein bisschen mehr. 5 Schuss. Nein, der war nicht perfekt drauf. Ein bisschen daneben geschossen. Ich habe eh eine Bubble. Können wir gar nicht sehen. Sobald ich da oben was Rotes sehe, drücke ich LB und RB und wir müssen da. Ich muss ja diese Shotgun machen. Das macht so Laune gerade. Die können hier ankommen und die können sich weiten. Junge, das ist unfair. Ich kann das nicht wechseln, weil ich schon gewechselt habe diese Woche. Ja, das ist scheiße. Ja. Aber die gibt's nächste Woche. Die Shotgun gibt's ja immer. Bei neuen Mechanik. Die Frage ist nur, was für Perks sind da nächste Woche drauf. Die Perks sind ja gerade voll krass. Ja, das ist es halt. Aber ich denke mal, dass die irgendwann auch nochmal so kommen werden. So viele Perks gibt's ja nicht. Jetzt habe ich keine Shotgun mehr zu mir. Das heißt, mal wieder das Raid Impulsgewehr. Da geht's gerade auf. Mal sehen. Warte mal. Ich muss mal kurz was testen. Ich schieß jetzt mal. Kann immer irgendwas stillstehen bleiben? Ich schieße jetzt mal auf den Mino da. 618, okay, jetzt schieße ich mal den Schuss. Erstmal ein Mino mit Schild, bitte leben. Lass mal ein Mino, hallo? Kill die Kleinen. Ja, kill mal die Kleinen, dass die Minos hier Schild wieder aufsagen können. Jetzt weg. Den rechten Mino killen, den kill ich. Und den anderen stehen lassen, Dass das Schild wieder auflädt, weil 618, okay, jetzt schieße ich meine Muni leer. Ich muss unter die Hälfte kommen, also jetzt. 625, was? 30? Nee, das bringt ja gar nichts. Zwei die Hälfte macht mehr Schaden, ja. Was für ein Käse ist denn das? Halb volles Glas und dann machst du 8 mehr. Das ist nicht mal, es war 1,2% mehr Schaden. Das ist nicht dein Ernst, oder? Da bringt der Perk ja überhaupt nichts. Also das ist ja, das merkst du halt in 100 Jahren nicht. Das kann aber nicht sein, oder? Was ist denn das für ein Unsinn? Ich habe mich voll gefreut, dass ich den Perk habe, weil der im PvP eigentlich ganz gut ist normalerweise. Den hatte die Suvas auch zum Beispiel. Die hatte die Erweiterung mit. Ich will nicht durchrennen, ich will alles zerstören mit einer Shotgun. Komm, da ist ein Mino. Ich hol mir die. Du kannst ja schon mal vorrennen. Du machst hol mir das. Die. Ich bleib jetzt hier. Du musst halt schon treffen auch. Hab ich den jetzt gekillt eigentlich? Man sieht halt die Energieleistung hier nicht. Hi. Schon mal free wiederbeleben drücken. In der Luft schon. Das ist so geil mit der Wabbe. Was wollen die eigentlich hier? Die können auf mich schießen eine Woche lang. Dann gehe ich einmal kurz raus, dann gehe ich wieder rein, dann bin ich voll Energie. Ich kann die da nicht holen, dann muss ich mal hier kurz alles wegmachen. Jo. Ja, da sind ein paar. Warte mal, ja, die Idee. Ja, wenn die direkt vor mir stehen und kein Schild haben, schon. Ja. Pass auf, ne, jetzt gleich ist die weg, dann bist du down. Du kannst aber auch X drücken irgendwann, oder? Du hast gewonnen. Er kann X machen gegen dich. Mit dem letzten Schuss bin ich den letzten Gegner. Sehr gut. Oh, ich hab Shotgun von ihm bekommen. Ah, oh, ich hab einen Frosch im Hals. Nimm mal Waffen des Lichts rein, oder? Oder bleibst du bei Panzerung? Nee, ich bleib bei Panzerung. Das ist halt wesentlich einfacher. Waffen des Lichts ist. Meistens bringt es nichts, außer du schießt es auf den Boss. Meistens ist es One-Shot oder es macht dann keinen Unterschied, ob du ein oder zwei Schuss brauchst. Brauchst du sowieso dann zwei. Also wenn man einen Schuss. Mach ich damit. Oh, mach mal die Kiste hier nicht auf. Ich hab grad 27 Schuss drin. Die kann ich mir später mit der Max Money holen, wenn die alle ist. Ich guck grad, wie viele Schuss sind. Ey, das ist ja voll die Verarsche, das sind denn Minus mehr Schaden machen, ne? Das ist ja nur 30 mehr Schaden, das ist ja gar nichts. Ja, ist voll die Verarsche, sag ich dir, die ganzen Perks bringen nichts. Ich hätte auch gedacht, das müssen 50% sein. Dann nehme ich lieber Stabilität. Ja, das bringt echt nichts.
Das ist aber auch diese moderate Bonusschaden gegen Schweber und so. Das kannst du nicht echt weit nehmen. Das ist das Unnötigste. Gegen ja. Schweber. Ja. Junge. Wenn ich dann noch moderat, weißt du, wenn du willst, sagst, okay, alles tot, was wird irgendwie ankratzt, was dann irgendwie zu Zeitschaden kriegt und einfach explodiert oder stirbt davon, dann kann ich mir das ja noch überlegen, ob das vielleicht ganz brauchbar ist, aber gegen Schweber? Hast du jemals ein Problem gehabt, Schweber zu killen? Ich weiß nicht. Wenn dann Insta-Kill. Du musst alles Insta-Kill. Ich will noch kurz meine 14 Schuss auf den Geist schießen. Ich hab so viel Schwere. Warte mal, ich will mal auch mal auf den Geist schießen mit der Shotgun. Das bringt eigentlich auch relativ viel. Ja, ey, jetzt gleich müsste auch so ein Ritter spawnen. Der hat einen komischen Namen. Sag Bescheid, wenn der kommt, weil den muss ich hier killen. Ein Ritter? Hier? Ritter. Okay. Das kann mich nicht sagen, dass ich hier jemals einen Ritter gesehen habe, aber das war ja auch nicht so. Ja, ja, das war auch die Aufgabe. Deswegen ist der auch 40. Das ist auch ohne Spieler so. Ach, das ist ein spezieller Strike für diese Aufgaben. Genau. Ja, aber ich glaube schon, dass wir hier. Also, ich habe trotzdem drei der Münzen aktiviert. Wenn du kann willst, kannst du kommen, ne? Wegen Spezialmoon. Nee, ich hab noch. Warte mal. Oh, er killt mich. Oh, er killt mich immer noch. Oh, ich muss weg. Und dass er in der Luft nicht so gut trifft. Ich habe aber eine Bubble, die hart auf hart kommt. Wenn du den Ritter siehst, sagst du Bescheid, meine Bubble auf ihn. Ja, ich gehe erstmal ein bisschen auf den Geist, vielleicht müssen den runterschießen. Ein bisschen mehr Stabilität könntest du schon haben. Es ist halt relativ schwer, wenn du Dauerfeuer machst, dann noch was mit zu treffen. Es geht, aber es ist jetzt nicht so ultra easy. War schon immer schwer. Ja, bei gewissen Shotguns geht's tatsächlich ganz gut. Ich muss nur kurz regenerieren. Wer schuldig gefunden gegen das? Schmierung geht eigentlich auch, die hat auch eine Hyperstabilität. Ja, vierte Reiter, glaube ich auch. Habe ich noch nicht so ausgiebig mitgespielt, aber ich glaube, die hat auch eine ziemlich hohe Stabilität. Wollen wir die jetzt nicht nehmen, die speziellen Moni? Ja, kannst du auch machen. Das ist auch noch schwer. Ich muss mal hier so weggehen. Wie werden wir noch? Okay, sollen wir eine Bubble auf den machen? Nee, oder? Gehen wir noch immer zum Ritter auf. Nee. Ja, wir warten, solange bis der Ritter spawnt. 5000 mache ich ihm, wenn ich ihn genau in den Kopf schieße. Aus 2-3 Metern. Oh, jetzt spawnen Gegner. Nach der Welle kommt damit wahrscheinlich. Ich stehe mit den Flammen drin. Ich muss weg. Hör doch auf zu springen. Hier ist der ist bei mir, der Ritter. Der ist bei mir. Ich komme gleich, ich muss das kurz regenerieren. Oh mein Gott. Musst du den killen? Ja, du kannst. Ja, okay. Komm her. Hab's. Komm trotzdem her. Erstmal das. Was ist das für ein Goldeszug, weißt du das? Ja, das ist das. Hungergefühl. Ach, das ist Hungergefühl, okay. Ja, ich investiere hier mal, was das für ein Ding ist. Ja, mach mal. Mach mal gleich noch eine Bubble. Dann stellt euch in die Bubble. Also die gelben Minus sind halt überhaupt keine Gefahr mehr in diesem Strike. Hab ich vorher voll schwer getan mit der Shotgun, ist halt ultra einfach. Ich glaube, ich hab fast gar keine Sphären. Ich hab schon wieder eine Bubble. Ich hab die nächste Bubble direkt bei ihm. Okay, ich hab auch meine Super. Dann machst du ein wachendes Licht rein. Dann oben wir den. Nee. Ich tausche jetzt nicht. Das ist doch wurscht. Dann oben und so. Komm her. Ja. Du hast deine Bubble gesetzt, dein Ernst? Ja, das war doch der Plan. Ich hab gesagt, wir haben eine Bubble bei ihm. Ich hab's halt genau jetzt geschossen, wo ich bin, oder jetzt hier, komm. Egal. Das wäre jetzt geil gewesen, wenn es zum Posten hätte, dass die Quest nicht geht. Ich bin nämlich gleich tot. Da kommen Gegner. Dann warte am besten, warte, ich mach hier. Der ist gleich tot, ja. Ja, warte, ich geh hinter auf die Gegner. Oh, das sind alles solche, ich lass ihn locker pass werden. Hochleistungsmethode, Modelle, achso, ich dachte Hochleistungsmethode hab ich schon. Ich sterbe hier übrigens gerade. Wie der erste Gramm, nice. Wieder kein exotisches. Jawohl, scheiße. Zwei seltene. Ich hab hier mal zwei legendäre bekommen, glaube ich. Oh, das ist ein 85er Sniper. Ich behalte die mal für einen anderen Charakter. Ich kann mir ja die Spindel holen auf 300, das bringt mir alles nichts Spezialwaffen. Ich bräuchte mal schwere Waffen mit mehr Angriff, die ich ihn informieren kann. Ich frage mich, ob das bei der Spindel leichter wird, wenn da ein anderer Modifikator auf dem Daily ist. Wenn du zum Beispiel Brawler oder so hast oder hast Dingenskirchen, ich krieg das nicht mehr. Ach komm, ich bleib vor der Pyramide stehen. Wie sagen wir denn? Kleinwaffen oder sowas drin. Da muss das ja eigentlich wesentlich leichter werden, wenn Salo Supercell dann. Easy. Ja, das wäre dann easy. Ja, Zalando Supercell dann. Zalando Supercell. 17 Minuten haben wir gebraucht zu zweit für den 40er Quest Strike. Ich weiß nicht, ob es jetzt schnell war, aber ich war auch kurz AFK am Anfang. Von daher passt es eigentlich.
Ach, geht doch. Shotgun ist super, Daumen hoch, richtig, die macht richtig Laune, macht die Gegner auch weg. Du kriegst 27 Schuss. Ich habe, glaube ich, Spezialmunition erweitert mit Shotgun. Ja, erhöht die Menge an Schrotflintenmunition, die du dran hast. Da haben wir 27 Schuss. Das braucht man auch mit der Shotgun. Ist Brauchst extrem du. schnell leer. Aber auf jeden Fall Lightning Soul Stempel drauf. Extrem gut. Sehr starke PvE-Shotgun. Bis dahin, Leute. Ciao, ciao.